Moin Leute, ich bin's mal wieder, euer Scarhead. Ja, heute mal wieder eine kleine Projektorvorstellung. Und zwar soll es heute gehen um den ViewSonic X100 4K, einen der neueren DLP-Projektoren. Und ja, bevor ich anfange, ganz wichtig, ich habe gesehen in meinen Statistiken, die meisten Leute, die meine Videos schauen, haben gar nicht den Kanal abonniert, sondern nur über die Suche das Video gefunden. Also deswegen würde ich mich freuen, wenn an dieser Stelle jetzt gleich mal auf Abonnieren klicken würdet und ja, am besten auch vielleicht noch die Glocke drückt, damit ihr immer über neue Videos benachrichtigt werdet. Ja, aber nun, lange Rede, kurzer Sinn, wir kommen zu diesem wunderschönen Projektor hier. Der ViewSonic wurde mir von einem Freund zur Verfügung gestellt für 2 Wochen zum Testen und in dieser Zeit habe ich den ausgiebig getestet und ja, wollte euch mal so ein kleines Feedback dazu geben, was ich so meine Erfahrungswerte dazu gesammelt habe. Also ich bin kein professioneller Beamer-Kalibrator, also ich kalibriere die Dinger nicht. Ich stelle die halt ein wenig ein, so wie ich mir das denke, wie man das machen kann. Und dann genieße ich einfach die Technik. Quasi ein erweiterter Endnutzer, würde ich einfach mal sagen. Ich würde sagen, fangen wir erstmal an. Was hat mir positiv an diesem Gerät gefallen? Zum einen, das Herausstellungsmerkmal von diesem Projektor ist, dass es einer der leisesten oder wenn nicht sogar der leiseste Projektor aller Zeiten ist, beziehungsweise aller Zeiten, was DLP-Technik anbelangt. LCD sind wir natürlich noch ein bisschen leiser unterwegs. Aber ich muss sagen, der Projektor für ein DLP, ich habe bis jetzt noch keinen leiseren gehört. Also das ist wirklich schon richtig, richtig stark. Die Lüfter sind so leise, dass man das Rad bzw. das Shifting des 4K-Chips hier oder beziehungsweise des Full-HD-Chips hört, der auf 4K geschiftet wird. Denn wir haben hier einen Full-HD-Chip verbaut, ein DLP-Chip, der auf vierfach geschiftet wird auf 4K. Aber dazu würde ich sagen, kommen wir später, wenn wir uns nochmal um das Bild kümmern. Wir sind hier ungefähr in einer Preisklasse von gut 2000 Euro und haben hier trotzdem schon verbaut einen automatischen Blendenverschluss, wie ihr hier vorne sehen könnt. Die Blende ist zu und wird beim Starten des Projektors automatisch geöffnet. Das schützt eure Linse vor Staub und vor Beschädigung. Finde ich schon mal an der Preisklasse auf jeden Fall ein guter Pluspunkt. Ja, für mich persönlich jetzt nicht so interessant, aber vielleicht für den einen oder anderen. Wir haben hier an diesem Gerät 4 HDMI-Eingänge. Also wenn ihr nicht einen AV-Receiver habt, über den ihr normalerweise eure Geräte steuert, könnt ihr hier eigentlich alles anschließen, was ihr so bei euch zu Hause rumstehen habt. Spielekonsolen, Blu-ray-Player etc. Zusätzlich ist dieser Projektor quasi noch für den universalen Einsatz verfügbar. Wir können hier dank Smart-Technologie Apps auf dem Projektor installieren wie Amazon oder Netflix. Und zusätzlich haben wir integriert noch ein Soundsystem von Harman Kardon. Das heißt, wir können hier dieses Gerät quasi autark betreiben, zum Beispiel im Garten oder wenn ihr irgendwie mit Freunden draußen Fußball schauen wollt oder das Ding irgendwie zum Kumpel mitnehmen wollt, ist das alles kein Problem. Der Projektor ist auch nicht sonderlich schwer. Wir sind so bei 7,6 Kilo, was den auch für die Deckenmontage eigentlich fast für jede Decke geeignet machen sollte. Aber so könnt ihr den Projektor mitnehmen, habt damit gleich ein richtig geiles Soundsystem, weil ich muss sagen, für einen Projektor in der Größe bzw. dieser Ausstattung hat er einen durchaus akzeptablen Klang. Natürlich hält es nicht mit einem richtigen 5.1-System mit, klar, aber durch die Anordnung der Lautsprecher kann ich mir durchaus vorstellen, dass der Projektor unter der Decke einen einigermaßen akzeptablen Raumklang macht. Also mit einer einfachen Soundbar wird er, denke ich, durchaus mithalten können. Ein weiteres Herausstellungsmerkmal von diesem Projektor ist, dass dieser Projektor einen Lensshift hat. Und zwar nicht nur einen horizontalen, nein, sondern auch einen vertikalen. Das ist ziemlich cool, weil in DLP-Projektoren, die meisten Leute kennen es, haben wir, wenn überhaupt, einen maximalen kleinen Lens-Shift und dann immer nur in eine Richtung meistens. Und das finde ich auf jeden Fall ziemlich cool und macht den Projektor in der Aufstellung durchaus einfacher. Ja, aber wir haben ja hier einen Projektor, mit dem wir uns ein Bild projizieren. Das heißt, ich würde sagen, gehen wir mal ein bisschen mehr auf das Bild ein, beziehungsweise meine Erfahrung. Wie am Anfang schon erwähnt, haben wir hier einen Full-HD-Chip, der vierfach geschiftet wird auf 4K. Und ich muss sagen, der Projektor macht eine unglaublich gute Schärfe. Also ich glaube, das ist mit eines der schärfsten Geräte, so, ich würde sagen, roundabout bis 2.500 Euro oder so. Also das DLP-bedingt natürlich, macht der Projektor da echt einen guten Job. Eine weitere Besonderheit dieses Projektors ist, dass wir hier keine Lampe verbaut haben, sondern eine LED-Lichtquelle, was eine Haltbarkeit von gut 30.000 Stunden bedeutet, sprich relativ wartungsarm, was das anbelangt. Und auch ein wunderbar helles Bild projiziert. Durch das helle Bild, finde ich, ist er
für meine Verhältnisse sehr gut geeignet fürs Wohnzimmer. Auf meiner Kontrastleinwand hat er auf jeden Fall ein ziemlich gutes Bild gemacht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er auch mit einer weißen Leinwand ein ziemlich gutes Bild hinbekommt. Falls ihr euch übrigens für meine Leinwand interessiert, hatte ich darüber schon ein Video gemacht. Das verlinke ich euch hier oben mal. Es geht um die Delux Dark Vision, eine richtig, richtig coole Kontrastleinwand. Also wenn ihr euer Bild vor eurem Projektor boosten wollt, schaut gerne mal vorbei. Vielleicht können diese Leinwand was für euch sein. Aber kommen wir wieder zu dem Projektor. Wir haben hier nicht nur eine LED-Lichtquelle, wir haben auch zusätzlich noch eine Zwischenbildberechnung, was es halt auch nicht in jedem Projektor gibt. Also die Bilder zwischen den nativen Bildern berechnen und quasi damit eine etwas flüssigere Bewegung darstellt. Ich habe mit dem Projektor auch Fußball geschaut. Absolut kein Problem und kein Schlieren oder sonst irgendwas. Zusätzlich haben wir auch noch 3D. Also wir können hier über diesen Projektor auch 3D-Filme schauen. Meiner Meinung nach ist 3D auch immer noch nicht tot. Vielleicht für den Fernsehmarkt, ja, aber ich denke, bei Projektoren hat das immer noch eine Zukunft. Meine Meinung zumindest. Ja, und für Leute, die sich auch ein bisschen mehr mit Kalibrieren und Bildeinstellungen auskennen, der Projektor hat eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten. Also wer sich mit dieser Materie auskennt oder jemanden kennt, der jemanden kennt, der wird sich hier ein wunderbar gutes Bild einstellen können. Ja, aber der Projektor hat natürlich nicht nur positive Eigenschaften. Man muss ja auch mal ein bisschen was über das Negative sagen. Beim Bild durch die LED-Lichtquelle und den DLP-Chip sind wir natürlich hier ein wenig limitierter, was den Schwarzbild- und Inbildkontrast betrifft. Der ist immer noch gut, aber an manchen Stellen, gerade auf einer ziemlich dunklen Kontrastleinwand, säuft doch teilweise der Inbildkontrast ein wenig ab. Also an dieser Stelle ein kleiner Dämpfer, was die Bilddarstellung angeht. Dafür hat er natürlich kein Farbrad wie bei manch anderen DLP-Technologien. Das heißt, der Regenbogeneffekt sollte hier, also bei mir zumindest, ist er nicht aufgetreten und ich denke mal auch bei den meisten anderen wird hier keine Regenbogeneffekt auftreten. Also das heißt, wenn ihr für diesen Effekt anfällig seid und trotzdem einen DLP-Projektor haben wollt, könnte dieses Gerät hier durchaus was für euch sein. Ja, zum Schluss vielleicht noch, was ist an sich noch kontra aufgefallen bei diesem Projektor? Zum einen, das Design ist zwar recht schön und auch diese runden Kanten hier sind schön, auch dieses Schwarz und dieses abgesetzte Kunststoff, aber in Metalloptik gefällt mir eigentlich so ganz gut, aber der Projektor ist nur in Schwarz lieferbar. Für mich ist das hier ein Projektor alleine durch diese Lautsprecher und die vielen HDMI-Anschlüsse, die Helligkeit etc. ist für mich durchaus ein Projektor, der fürs Wohnzimmer geeignet ist. Und Schwarz ist halt immer ein bisschen kritischer unter der Decke als zum Beispiel ein weißer Projektor. Das sollte man wissen und im Hinterkopf behalten. Zusätzlich fand ich die Fernbedienung noch etwas einfach gehalten. Also sie hat nicht so einen hochwertigen Eindruck gemacht, aber ich denke, damit kann man leben. Ja, was ist mein Fazit von diesem Projektor? Alles in allem würde ich sagen, dass es ein durchaus gelungener Projektor ist, der sehr viele Vorteile bietet, gerade auch fürs Wohnzimmer durch die leise Betriebslautstärke und auch gerade durch das absolut helle, brillante Bild, was auch sehr scharf ist, macht das auch Schauen am Tag mit diesem Projektor durchaus Spaß. Also gerade fürs Wohnzimmer, finde ich, könnt ihr euch dieses Gerät durchaus mal angucken. Ich glaube, für ein dediziertes Heimkino würde ich einen anderen Projektor nehmen, aber fürs Wohnzimmer würde ich den Kandidaten hier durchaus mal in die engere Auswahl nehmen, wenn DLP vom Farbgebungsbild oder vom Bild her euch zusagen würde. Ja, das war auch unsere kleine kurze Vorstellung von diesem Projektor hier. Ich danke euch fürs Einschalten. Wie immer, ne, gerne Feedback dalassen. Das hilft mir sehr und freut mich immer. Konstruktive Kritik, das ist natürlich auch mal gern gesehen, solange man die auch begründen kann und nicht einfach nur sagt, ja, da ist irgendwas falsch. Und das genau zu begründen. Ja, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Cheers.